Well, before I introduce the next guest to you, let me say this because I just thought about it. This is really different than in normal times, and I have to say I really miss your presence right now in this room because we are in the auditorium of the university, and let's try to get back to normal as soon as possible. Let's hope for it. So to go on, I now have the pleasure to introduce to you a very interesting guest. Potentially, in my impression, a rising political star, maybe, who knows. So we'll have a conversation with Diana Kinnert, who is a politician of the Christian Democratic Union, CDU, and an independent entrepreneur, consultant, and publicist. She also works for various research institutes and think tanks. And since 2016, Diana has been advising various political actors in the political process. And since 2018, her political work has focused in particular on the topics of technology, demography, anti-isolation, urbanization, and participation. Welcome to Leuphana, Diana, herzlich willkommen. Hallo Christian. So, ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch und ich würde am Beginn unseres Gesprächs gerne zurückkommen auf ein Thema, was ich am Anfang schon mal erwähnt hatte, nämlich präsent sein. Die Bedeutung von Präsenz. Und ganz offensichtlich, das hat heute eine andere Bedeutung als, oder eine viel wichtigere Bedeutung, als es vielleicht noch vor ein paar Monaten hatte. Und ich weiß, du hast dich natürlich intensiv auch beschäftigt mit dem Thema Digitalität, digitales Lernen, auch digitale, oder der Frage, was es heißt, digital präsent zu sein oder digital teilzuhaben. Und mich interessiert gerade sehr, was ist aus deiner Sicht wichtig? Vielleicht erstmal, wenn wir uns konzentrieren auf den Aspekt digitaler Bildung. Was können Universitäten, was können Studierende, was können vielleicht Lehrende beachten oder was ist aus deiner Erfahrung wichtig? Naja, bevor ich mich mit dem Begriff in den letzten Jahren in meiner Arbeit beschäftigt habe, kannte ich das Wort Präsenzkultur nur aus analoger Parteiarbeit oder aus einer analogen Universitätslandschaft. Das heißt, es ging um dieses einfache, abwartende Dasein und nicht um das wirklich Anwesende, wo es darum geht, wie kann ich auch zur Stelle sein. Und wir haben in den letzten Jahren viel mit unter anderem Bildungsstartups in Skandinavien gearbeitet, viele Parteireformen angestoßen. Also wie kann man über digitale Möglichkeiten in Parteikultur Impulse hineinbringen? Und da haben wir gelernt, dass dieses zur Stelle sein, sich ernst nehmen in dem Moment auch einen eigenen Verantwortungsanspruch zu formulieren, dass der auch über digitale Methoden da sein kann, wenn die richtigen Leute über die richtigen Impulse mitmachen. Und die muss man abschöpfen. Wir haben Studien erlebt, dass gerade auch im Kindergartenalter, im Grundschulalter Menschen, junge Menschen viel schneller, viel motivierender lernen können auf dem Bildschirm, wenn auf spielerische Art und Weise denen genau die Inhalte vermittelt werden, für die sie auch interessieren. Wir wissen über die Shell-Jugendstudie, wenn es um Politik geht, dass immer mehr junge Leute sagen, dieses einmal in der Woche zum Parteistammtisch gehen, das bringt Politik nicht wirklich weiter. Aber ich will themenspezifisch über Skype-Konferenzen meinen Input geben. Und das muss Partei erlauben können, wenn sie eigentlich auch das Wissen und Knowledge und Courage von jungen Menschen haben wollen. Insofern ist Corona für uns alle natürlich kein Segen, aber in dem Moment, in dem es uns dazu zwingt, einmal unsere analoge Kultur zu durchbrechen und Möglichkeiten für digitales Mitmachen zu ermöglichen, kann es für uns alle ein Motor sein, der erkennen lässt, dass Digitalität nicht das Gegenteil ist von Präsenz, sondern vielleicht sogar eine viel bewusstere Präsenzkultur auch erst gründen kann. Und wenn wir nochmal gucken auf für diejenigen vielleicht von uns, die interessiert sind an politischen Prozessen. Was heißt das für einen politischen Prozess oder vielleicht auch für Parteiarbeit? Wie können Parteien sich modernisieren, wenn sie auf digitale Präsenz setzen würden stärker? Ja, zunächst einmal glaube ich, dass wir in einem ganz großen Kontext auch schon über Cambridge Analytica, über verschiedene NGOs und Bewegungen, die sich über Hashtags eruiert haben, sehen können, dass Politik eben nicht nur Parteimitgliedschaft ist. Und zu glauben, dass Gesellschaftsdebatte nur auch in diesen kleinen Paralleluniversen der Parteien stattfindet, ist falsch. Es sind unter 2% der deutschen Bevölkerung in den Parteien. Da ist klar, dass zum Beispiel auch Erziehungsleistende oder sehr junge Menschen nicht da sind und deren Lebenswirklichkeiten und Bedürfnisse dort nicht wichtig zur Sprache kommen. Man sieht es am Wachstum von Fridays for Future, wie auf einmal nicht nur plötzliche Bewegungen, sondern auch wachsende Bewegungen irgendwas mitbringen können.
Und dafür war digitale Kommunikation oder ein digitales Bühnenfeld über soziale Medien immer wichtig. Für mich war das genauso so. Ich war immer analog und formal mit dabei, aber ich glaube, meine Stimme ist extrem darüber gewachsen, dass ich angefangen habe zu bloggen und irgendwann Tageszeitungen gesagt haben, wir wollen das mit aufnehmen. Und auf einmal war meine Stimme nicht mehr nur die eines Parteimitglieds in einem Kreisverband, sondern wurde auf höherer Ebene besprochen. Und genau das kann Partei und muss Partei auch aufnehmen, wenn Partei nicht will, dass andere Akteure ihr den Rang ablaufen. Wenn du noch mal etwas weiter schaust auf Gesellschaft oder auf die Kultur, in der wir uns heute bewegen, welche Folgen hat aus deiner Sicht Digitalität oder immer stärker digitale Praktiken für unsere Gesellschaft? Also ich denke zum Beispiel daran, dass, keine Ahnung, als ich Kind war, hat man noch telefoniert. Heute textet man, selbstverständlich. Heute verabredet man sich über Tinder und nicht mehr in der Bar und so weiter. Welche Folgen hat das für uns? Naja, wenn Angela Merkel vor 2, 3 Jahren noch gesagt hat, das Internet ist ein Neuland, da haben sich viele darüber lustig gemacht. In Wirklichkeit ist Digitalität ein extremes Neuland. Wir reden zwar schon seit Jahren und Jahrzehnten darüber, wie wir technokratisch zumindest die Infrastruktur überschaffen und WLAN an jeder Milchkanne eventuell haben könnten, aber das heißt noch lange nicht, dass wir genau verstehen, was Digitalität mit uns macht. Ich beschäftige mich viel mit Fragmentierung, mit Einsamkeit, mit Bindungen, mit Routinen. Im Vergleich dazu, was ein Flexibilitätsregime eigentlich heute von uns verlangt. Und ich glaube, dass das, dass das eigentlich interessante Verknüpfungen sind. Menschen, die in dieser Multi-Optionsgesellschaft leben, die das Gefühl haben, ich kann mich vielleicht bei Tinder nicht mehr auf diesen einen Lebenspartner einlassen, weil ich einen Swipe davon entfernt bin, jemanden zu finden, der noch besser aussieht, der vielleicht noch besser ausgebildet ist, der ein schöneres Instagram-Profil hat, das ist schwierig. Das Gleiche ist mit Berufsoptionen. Wenn ich weiß, dass ich alle 1,5 Jahre, alle 2 Jahre den Beruf wechsle, dann habe ich vielleicht gar keine große Verbindung zu meinem Arbeitgeber und kann mich da über eine langjährige Gewerkschaftsmitgliedschaft und mein Engagement im Betriebsrat gar nicht für eine starke Arbeitskultur stark machen. Das heißt, all das, was junge Menschen in meinem Alter gerade formulieren, wie sie sich Arbeitskultur vorstellen, von eben nicht analogem Präsenzzwang im Büro, sondern vielleicht produktivem Arbeiten von zu Hause, alles, was mit Sabbaticals zu tun hat, das findet ja gerade gar nicht so unbedingt beim Deutschen Gewerkschaftsbund statt, sondern eher irgendwie in den kleinen Social-Hubs von Tech-Unternehmen. Und das bedeutet, dass Digitalität unsere, vor allem die junge Gesellschaft, in einer fragmentierten Zeit, in einer schnelllebigen Zeit, auch in einer widersprüchlichen Zeit, in einer Simultanzeit, wo ich gleichzeitig hier zugucken kann, aber nebenbei am Schreibtisch was anderes mache, das wird das alles prägen können. Und da ist es wichtig, für sich selbst bewusst zu sein, was will ich präsent erleben und was darf vorbeischwimmen. Du hast gerade Einsamkeit erwähnt, das interessiert mich nochmal besonders. Glaubst du, dass Einsamkeit ein Problem ist für junge Menschen, Menschen deiner Generation? Einsamkeit ist gerade das Thema, mit dem ich mich jetzt schon seit Jahren beschäftige. Das heißt, da muss ich nicht mal Thesen aufstellen, da kann ich längst schon auf wissenschaftliche Studien zurückblicken. Und Einsamkeit ist ein großes Problemfeld in westlichen Zivilisationen vor allen Dingen. Wir haben in Deutschland kaum etwas zu diesem Thema bisher gemacht. Deswegen bin ich da so engagiert hinterher. In Großbritannien habe ich dieses weltweit erste Anti-Einsamkeitsministerium mitkonzipiert. Es geht gar nicht so sehr um dieses sentimentale Gefühl von, ich bin jetzt gerne einsam, ich höre Folklore von Taylor Swift, weil jetzt kommt die saisonale Herbstdepression. Darum geht es nicht, sondern es geht um eine fragmentierte Gesellschaft, um eine vereinzelte Gesellschaft, um immer mehr Single-Haushalte, um vor allem Hochaltrige, die immer älter werden, aber bei digitaler Kommunikation abgeschnitten sind, um Kinder und Enkelkinder, die woanders hinziehen, um diese Art von Flexibilitätsregime, bei der gerade die Zielgruppe 20 bis 40 gar nicht so stark in Verbindung treten kann. Es gab so ein schönes Projekt aus der Schweiz, eine Studenteninitiative, die haben Stickerbögen ausgedruckt und Leute im Wohnheim konnten quasi an ihre Tür kleben, was man sich bei ihnen ausleihen konnte. Da war dann ein Sticker von einer Bohrmaschine dran oder ein Sticker von einer Leiter. Und so hat sich eine kleine Gemeinschaft in diesem Wohnheim das allererste Mal gebildet, weil die Leute voneinander wussten, was kann ich mir beim anderen ausleihen. Das ist aber eigentlich eine moderne Dystopie, weil in einer alten Nachbarschaft wusste man, wer die Nachbarn sind. Man kannte die beim Namen, man hat geklingelt und hat gefragt, hast du Milch und Zucker? Und heute ist das alles durchs Digitale in einer Servicekultur ersetzt. Das heißt, wir konsumieren mehr Service, als dass wir wirklich intim in Verbindungen hineingehen. Und in der letzten Konsequenz hat das was mit dem politischen Gemeinwesen zu tun. Wenn ich mich einem Gemeinwesen nicht zugehörig fühle, dann interessiert mich das Gemeinwesen nicht. Wenn ich die Kardashians bin und genug Geld habe, um mir private Feuerwehr zu kaufen, dass die meine Brände irgendwie in Kalifornien da in Schach halten und mein Garten nicht berührt wird,
dann interessiert mich als Kardashian-Familie nicht, wie gut das Funding der öffentlichen Feuerwehr ist. Und insofern hat das alles miteinander zu tun. Verstehen wir uns in kommunalen Verwaltungen, verstehen wir uns in Alterskohorten überhaupt noch als soziale Gruppe? Sind wir fähig, uns zu mobilisieren und zu organisieren und gemeinsame Forderungen auch auszusprechen? Und insofern ist Einsamkeit eben nicht nur ein trauriges Gefühl, mit dem ich mich jetzt gerne privat beschäftige, sondern ich glaube, es ist auch das Fundament der Demokratie. Wenn wir dabei nochmal bleiben, was glaubst du, was können wir konkret tun, um Gemeinschaft zu stärken? Also Einsamkeit auch vorzubeugen, aber insbesondere Gemeinschaft zu stärken. Ich glaube, wir müssen offen dafür sein, dass eine flexible Welt andere Kohorten hervorbringt, als sie es früher gab. Unsere Gesellschaft ist heute nicht mehr schwarz und rot, Arbeit und Kapital, CDU und SPD. Sondern wenn CDU und SPD sich einbilden, wir sind die großen Volksparteien, wir sind Regierungsparteien, in unseren Jugendorganisationen findet all das statt, was Jugend bewegt, dann müssen sie sich eingestehen, dass das eigentlich lange nicht mehr so ist. Fridays for Future ist dezidiert eben nicht in der Jugendunion oder dezidiert nicht irgendwie bei den jungen Sozialisten. Ich habe viel mit digitalen Marketingagenturen zu tun gehabt, die gesagt haben, sie wollten ein junges progressives Publikum, das für Politik interessiert ist, erreichen und haben auf Facebook Werbung gemacht. Und ich habe gefragt, wie die Werbung denn da eingestellt ist, dass sie die Leute erreichen. Und hatte mit der Antwort gerechnet, naja, wir haben angekreuzt 16- bis 29-Jährige. Und irgendwann hatte die Agentur mir geschildert, sie haben überhaupt nichts vom Alter angekreuzt. Sie haben eingegeben, meine Werbeanzeige sollen allen Leuten angezeigt werden, die Jan Böhmermann gut finden. Weil Jan Böhmermann und ZDF Neo Magazin Royal das Mindset genau der angesprochenen Zielgruppe mit anspricht. Und ich glaube, diese Offenheit brauchen wir heute. Die Menschen, die sich vielleicht explizit nicht für ein Studium entscheiden, sondern ganz anders in Projekten forschen. Wir haben in den USA schon längst Unternehmen, die vielleicht sogar eine andere wissenschaftliche Kultur ermöglichen, weil sie das Geld haben. Auch da finden neue soziale Orte statt. Und ich glaube, dass die Institutionen in unserer Gesellschaft da nur Anschlussknüpfen finden können, wenn sie genau diese Kohorten mit einladen. Wenn die Leute in den Parteien sagen, es gibt dezidiert junge Leute, die interessieren sich für Politik, die wollen aber nicht mein ganzes Parteiprogramm mit einkaufen, dann muss ich sie doch Experten zulassen können und trotzdem in einer Art Bürgerforum mit einladen. Und ich glaube, diese Offenheit brauchen Schulen, brauchen Universitäten und brauchen auch Parteien. Glaubst du, dass die Corona-Krise dabei helfen, also bei all dem, was negativ passiert und negativ verbunden ist mit der Krise, dass die dabei helfen kann? Also als Beispiel, ich habe zum Beispiel erlebt, ne, wenn Leute plötzlich weniger fliegen, konzentriert man sich mehr auf lokale Umgebungen. Leute sind mehr zu Hause bei ihren Familien. Das haben wir ja alle erlebt. Glaubst du, dass das ein nachhaltiger, langfristiger Effekt sein kann? Ich denke schon, dass vor allem für mich auch jemand, der irgendwie eigentlich sehr viel unterwegs war, war dieser plötzliche Lockdown, irgendwie zu Hause zu sitzen und irgendwie sich mit sich selbst zu beschäftigen, das war für mich ein Routinebruch, der bei mir was Gesundes hervorgebracht hat. Ich bin nicht mehr so schnell von Termin zu Termin gehetzt, sondern habe länger über Themen nachdenken können, die mich beschäftigt haben. Ich glaube, ich habe Menschen gehört, die immer nur zur gleichen Zeit mit ihrem Auto sich durch die Stadt bewegt haben und eigentlich nur von der Stadt den Feierabendverkehr gesehen haben, die auf einmal mitten am Tag irgendwie beim Spaziergang irgendwie Kinder gesehen haben und dachten, naja, es ist doch nicht so schlimm mit der demografischen Entwicklung. Ich habe heute das erste Mal Kinder gesehen. Also die Wege verändern sich. In dem Moment, in dem Routinen gebrochen sind, verlieren wir ja auch unsere selektive Wahrnehmung und erleben Dinge ein Stück weit ganzheitlicher oder willkürlicher. Auf jeden Fall vielleicht ein Stückchen in Richtung Wahrheit mehr zu. Und ich hoffe, dass das eben nicht nur eine kleine Übersprungshandlung bleibt und nach Corona oder mit dem Rückkehr zu eigentlich normaler Präsenzkultur verschwindet das alles wieder, sondern ich hoffe, dass langfristige Lerneffekte bei allen bleiben. Mich interessiert noch der Aspekt von Fridays for Future. Also ich erlebe mich so ein bisschen in der Mitte zwischen, sage ich mal, einer älteren Generation und einer jüngeren Generation. Und ich höre häufig, wenn ich der älteren Generation zuhöre, nach dem Motto, wir tun doch schon so viel, wir können nicht mehr tun. Und der jüngeren Generation, die sagt, wir müssen viel mehr tun. Wie bringen wir das zusammen? Naja, es muss zwingend zusammenzubringen sein. Ansonsten befürchten wir irgendwann eine Art, und wenn nur irgendwie schwefelhaften Bürgerkrieg wie in den USA, wo die Polemik und der Diskurs so zerbrochen ist, dass Leute nicht miteinander sprechfähig sind. Ich glaube, dass Demokratie ausmacht, dass man sachspezifisch Allianzen knüpfen muss. Ich glaube auch, dass Demokratie in Deutschland ausmacht, dass man Kompromisse finden muss. Ich weiß, dass mit dem Klimawandel kein Kompromiss zu schließen ist, denn der folgt naturwissenschaftlichen Gesetzen und er kommt nicht. Aber ich glaube schon, dass man insgesamt sich an Tische zusammensetzen muss und Strategien erarbeiten muss.
In dem Moment, in dem ich den alten Leuten sage, ihr habt ein Industriesystem aufgebaut und ihr seid die Umweltsäue, lade ich sie nicht unbedingt ein, mit mir gemeinsam an einer guten Lösung zu arbeiten. Wenn ich den alten Leuten sage, es geht deine eigene Gesundheit an, dass die Luft in deiner Umgebung gut ist, dann haben sie einen eigenen Antrieb, irgendwie mitzuarbeiten. Das Gleiche ist bei Digitalisierung. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn es um Digitalisierung geht, spreche ich nur die Jungen an, weil die haben das gleiche Interesse wie ich. Ich bin aber demografisch, und das müssen jetzt alle Studierenden mit so sehen, wir sind demografisch immer weiter in der Unterzahl. Das heißt, wenn wir nicht schlau genug sind, schlaue Allianzen zu knüpfen und zu schüren, auch mit den Älteren, denen wir verkaufen können, dass digitale Kommunikation auch was damit zu tun hat, dass sie später gut vernetzt sind mit Kindern oder Enkelkindern, dann schafft man eigentlich Mehrheitsfähigkeit. Und ich denke, dass man viele Lobbygruppen in der Altindustrie natürlich aufbrechen muss, um langfristige Geschäftskorridore zu mehr Nachhaltigkeit zu gründen. Ich glaube aber nicht, dass per se die alte Bevölkerung da im Wege steht. Eine letzte Frage habe ich noch, in aller Kürze. Über all das nachgedacht, was wäre dein, wenn du jetzt nochmal studieren würdest, in der gleichen Situation wärst wie unsere Erstsemesterstudierenden, worauf würdest du achten? Was wäre dir wichtig? Was würdest du tun? Ich weiß, dass ich damals mein Studium unter anderem deswegen angefangen habe, weil es sich so gehörte und weil ich mein Abitur gemacht hatte und weil meine Eltern sich das gewünscht haben. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, aber ich weiß, dass der Zeitpunkt, an dem ich gefühlt habe, ich bin erwachsen und ich habe selbst mit einem eigenen Willen treffe ich selbstbewusste Entscheidungen, die auch Machtfragen aufwerfen, die für mich nicht immer gut ausgehen, das habe ich erst viel später verstanden. Das heißt, was ich mir eigentlich nochmal neu gewünscht hätte, wäre ein frühes Bewusstsein dafür, dass ich mich anlegen darf. Ich darf mich ernst nehmen, ich darf mich anlegen und ich darf sehr selbstbewusst Dinge auch in Frage stellen. Und ich glaube, dass das heute besser denn je funktioniert, weil ich in kleinen Zirkeln Projektgruppen haben kann und relativ schnell auch Gleichgesinnte finden kann. Und dieses Selbstbewusstsein, nicht alles linear fortzuführen, was alle Leute vor mir schon gemacht haben, auch was das Engagement angeht. Ich bin damals nicht unbedingt politisch aktiv geworden, weil ich was bewegen wollte, sondern weil es zum guten Ton gehörte. Es war Bürgerpflicht, es hat sich auf dem Zeugnis gut gemacht, wenn man engagiert war, und deswegen habe ich das gemacht. Und es war im Grunde keine selbstgewählte, erwachsene Entscheidung von mir, sondern eigentlich eine lineare Fortführung von dem, was ich gesehen habe. Und ich glaube, lineare Fortführung ist bei all dem, wenn es um Klimawandel und andere Themen geht, nicht unbedingt das Sinnvolle. Das heißt, was ich mir wünsche von mir selber früher und was ich Leuten, jungen Leuten heute wünsche, ist, dass sie schneller erwachsen werden und schneller verstehen, dass sie selbstbewusst sich anlegen dürfen. Ich danke sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Normalerweise würde ich jetzt sagen, open up the floor. Was sind die Fragen jetzt unserer Studierenden? Die Chance haben wir jetzt heute nicht. Ich hoffe, unsere Erstsemesterstudierenden haben das später noch in der Woche, aber nicht heute in der Eröffnung. Das tut mir total leid, weil ich glaube, es gäbe noch viel, 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 viel zu sprechen. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Bitte? Ich bin nächsten Sommer ja bei der Utopie-Konferenz gerne dabei. Das ist schon gleich der Werbeblock für alle unsere Studierenden. Nächsten Sommer, hopefully, gibt es eine Utopie-Konferenz, die viel Spaß machen wird. Diana, ganz herzlichen Dank. Das ist nicht selbstverständlich, sich die Zeit zu nehmen. Vielen Dank fürs Gespräch.